Hallo, Kaiser und ich begrüßen euch. Heute geht es noch einmal um das Wagenziehen. Diese Wintersaison ist leider verloren. Kaiser ist krank und treffen durfte man sich einerlei. Aber wir haben noch wunderbares Videomaterial gefunden aus dem Winter davor, das wir euch gerne präsentieren würden. Damit das Ganze auch echt ist, haben wir das Gerät nochmal aus dem Schuppen geholt. Im Video geben wir auch noch einige Tipps aus dem, was wir in den Jahren gelernt haben. Denn der nächste Winter wird kommen und er kann nur besser werden. Wir werden uns treffen und es wird wieder Wagenziehen geben. Das Wagenziehen geht fast überall, wo kein Verkehr ist. Straßen und feste Feldwege sind am Anfang besonders gut, da es quasi keinen Rollwiderstand gibt. Wald ist sehr schön, aber auf nassen, tiefen Wegen ist es für die Teams deutlich anstrengender. Nicht nur die Dicken mögen das Ziehen. Auch die Briars waren mit Freude dabei. Labrador-Mischling Bubbles hatte sich für diesen Tag abgemeldet. Genau wie die anderen Landseher, die alle auf einer Show waren an diesem Tag. Auch neu für Hündin Betty konnte nicht kommen. In der Deer-Show am Ende sind aber alle dabei. Wichtig ist, bei der Belastung größen- und altersgemäß vorzugehen. Die ersten beiden Lebensjahre gehen die Hunde nur mit und werden an das Geschirr herangeführt. Im dritten Lebensjahr kann man dann schrittweise mit dem Ziehen beginnen. Ein über den Winter regelmäßig trainierter Hund ist richtig fit. Ich habe bei Kaiser einen Riesensprung bei der Wasserarbeit im Sommer bemerkt. Sie lag im Frühling beim Schwimmen gerade im Wasser, hatte mehr Ausdauer und der Kopf war frei für die Übungen. Nach einem guten Teil des Weges, bei uns meist nach 4 bis 6 Kilometern, gibt es eine Brotzeit für die Zweibeiner. Die Vierbeiner werden ausgespannt und bekommen Wasser. Kein Futter. Gefressen wird erst nach der ganzen Wanderung. Das gemeinsame Erlebnis ist eine Riesensache für die Hunde. Festigt das Mensch-Hund-Team und schult die Einordnung der Hunde in eine Vierbeinergruppe. Nee, Schätzchen, das tut mir leid. Und die Leckerlis habe ich leider im Auto gelassen. Aber das darfst du nicht. Bin ich euch jetzt im Bild? Nein. Ach, ich bin dort, da gefilmt wird. Läuft. Nun, hier fassen wir alles noch einmal für euch zusammen. Und wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr die Darsteller in einer kleinen Diashow noch beim Wassersport bewundern. Das Wichtigste ist sicher der Hinweis auf die Riesenfreude für die Hunde. Für sie ist das Arbeiten in der Gruppe, das Meistern der Strecke und die Zuwendung durch die Zweibeiner immer wieder ein Riesenerlebnis.